Hey und herzlich willkommen bei Haske und leicht gemacht. Mit Haske Dori. Heute gibt es das Unboxing des Soul Dogs Adventskalenders. So sieht er aus, der ist ziemlich groß. Der ist auch gut wiederverwendbar. Also das sind so einzelne Kartonschachteln, die man dann zum Beispiel im nächsten Jahr dann, hey, sofern der eigene Hund es nicht kaputt macht, im nächsten Jahr dann befüllen kann. Nicht nur für Hunde, auch für irgendwen dann zum Verschenken, indem man individuell das dann füllt. So, das ist übrigens von der Marke Soul Horse. Die haben Sachen für Hunde und für Pferde. Und das ist jetzt selbstverständlich der Kalender für Hunde. So. Die Nummer 1 haben wir. All you need is love and a dog. Den habe ich übrigens letztes Jahr, also genau den gleichen, auch schon mal ausgepackt, aber in kleinen Videos dann gemacht. So, also die dann in Shorts, die dann täglich kamen. Und jetzt packen wir das alles auf einmal aus. Das ist ein kleines Donut-Spielzeug. Okay, da ich noch nicht weiß, ob ich ihn wiederverwenden werde, könnte ich mir schon vorstellen, mache ich ihn auch wieder schön zu erstmal. So, die Nummer 2. Keep calm and love dogs. Da ist ein süßer Anhänger drin. Partner in Crime. Also mit Paw wie Pfote statt Partner geschrieben. Und hinten nochmal das Logo von Soul Horse. Dann die Nummer 3. Hast du gerade Leckerli gesagt? So, hier ist Buddy Blitzezahn, natürliche Dentalpflege für Hunde und Katzen. Das reinigt die Zähne und pflegt das Zahnfleisch, entfernt und beugt ernährungsbedingte Plaque vor und hilft beim Maulgeruch. Getreidefrei und gut verträglich, ideal für Hunde und Katzen, für alle Rassen, jedes Alter und auch Welpen geeignet. Mit Algen, Kieselerde und Kamille. Okay, hier steht, einmal täglich unter das nass oder gut angefeuchtete Trockenfutter geben und dann, ja, wird es damit dann aufgenommen. So. Nummer 4. Hier ist diesmal kein Spruch, sondern ein Knochen mit drauf. Ah, das ist ein kleiner Kotbeutelhalter. So eine schöne Tasche in einem Dunkelblau mit Messinggoldton. Und hier kann man dann den Kotbeutelhalter. Also die Kotbeutel reinmachen, die Rolle. Okay, Nummer 5 ist riesig. Wer behauptet, Glück kann man nicht anfassen, hat noch nie einen Hund gestreichelt.
Hier ist eine ganz große leuchtende Weste mit drin. Die kann man sich über die Jacke dann ziehen. Und da ist hier unten das Logo drauf. Und hinten steht dann drauf Gassi Gang. Mit drei Hunden drauf. Ja. Also das ist so reflektierend leuchtend dann im Licht. Kann man gerade, wenn man nachts unterwegs ist oder abends eben, wenn es dunkel ist, dann anziehen, wenn man an einer Straße entlangläuft oder sowas. So, kommen wir nun zum Nikolaus, der Nummer 6. Die befindet sich hier. Hier ist das Logo mit drauf. Soul Dogs Made with Woof. Und wir haben hier einen süßen Hundeanhänger. Der hat zweimal Karabiner, also einmal den hier als Option und dann noch diesen hier. Mit kleinem Anhänger hier. Der ist aus Leder in so einem dunkelgrün. Du bist mein süßer Hund. Okay, Nummer 7. Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. So, das wäre das hier. Das ist ein Loop in Storm Grey. Also den kann man sich so anziehen, dass es hier um den Hals ist. Dem Hund passt es aber auch. Super machst du das. Super machst du das. Toll, Gori. Toll, Gori. Ja. Das habe ich letztes Jahr gut genutzt. Also das habe ich ganz gerne an, dass die Schalenten nicht immer so rumbaumeln. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen unpraktisch. Also das finde ich sehr gut, diesen Loop hier. Ist auch schön wärmend. Also innen, man sieht hier so Strick und innen ist es nochmal anderes Muster, so fließfellmäßig. So, kommen wir zu Nummer 8. Ziemlich schwer. Mir reicht's. Ich gehe Gassi. Flauschrausch. Feines Flauschrausch. Extra flauschiges Fell und leichtes Bürsten ohne Ziepen. Das ist ein Fellglanzspray mit stark staub- und schmutzabweisender Wirkung. Macht das Fell durch die neu entwickelte Silikon Ölemulsion locker und natürlich glänzend. Knotenfrei, leicht kämmbar und erhält Volumen, ohne dass es sich künstlich anfühlt. So, Nummer 9. Das auf meinem Pulli sind keine Haare, das ist Hundeglitze. Das kennt man, den Spruch kennt man auch als Einhornglitzer und das ist jetzt eben für den Hund umgewandelt. So, das ist ein Tierhaarentferner. Ah, passend zum Spruch. Vielleicht ist jetzt gerade alles passend zum Spruch gewesen. Das hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber das hier passt auf jeden Fall zum Spruch. Ich pack's gerade mal aus. So sieht das aus. Also ich denke mal, ich weiß nicht. Hey, mein Kleiner. Guck mal hier. Nee, das ist nichts zum Essen. Jetzt will das Essen, jetzt ist vorbei. Also ich bin mir jetzt nicht komplett sicher. Das gibt es, glaube ich, auch auf jeden Fall auch für Pferde.
was genau es macht, ob man jetzt Haare dann beim Pullover oder so entfernen kann, bin ich mir nicht sicher, weil ich sowas noch nie benutzt habe. Könnte aber sein, dass es so benutzt wird. So, Nummer 10. Ein Hund ist der einzige Weg, sich seine Familie auszusuchen. So, hier sind Strümpfe drin, Tennissocken, Gassi-Gang, auch wieder passend zu dieser Leuchtweste steht hier dann Soul Dogs Gassi-Gang mit drauf. Auf dem einen steht Gassi und auf dem anderen steht Gang. Die sind in der Größe One Size. Ja, also ich denke, die sind gut weitbar. Sehen aber auch nicht zu groß aus. Das heißt auch, ja, auch Frauen mit etwas kleineren Füßen können das tragen. Ich bin mir nicht sicher, ob das generell dann One Size für Herren oder für Frauen ist, aber, oder wirklich Unisex. Steht auf jeden Fall kein Geschlecht mit drauf. So, damit sind wir bei der Nummer 11 angelangt. Seifenzauber, Reinigung und Pflege für Hund und Mensch. Rosé, Goldglanz, Schimmer. Das sieht wunderschön aus. Also, das ist ein Herz in so einem Pinkton und mit goldenem Glanz noch mit drauf. Und das passende Seifensäckchen dazu. Es fühlt sich relativ fest an, so Jute. Beutelchen. Okay, Nummer 12. So, Nummer 12 ist ein Ticket, Nummer 1 von 2. Da werden wir dann bald das zweite wahrscheinlich erhalten. Say yes to new adventures. So, die Nummer 13 kommt als nächstes. Wenn man sie rauskriegt. Erstmal nach einem Spruch gucken. Nein, aber ein süßes Bild von einem Hund ist drauf. Also ein Comic-Hund. Zauberwald. Eine Duftkerze mit Zitrus, schwarzem Pfeffer, Salbei, Lavendel und Patchouli. Oh, meine Finger sind von der Seife noch glitzerig. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. So. Kalte Schnauze, warmes Herz ist die Nummer 14. Und da ist ein Zeckenschreck drin. Nellys natürlicher Zeckenschreck wirkt vorbeugend gegen Zecken, Mücken und andere Lästlinge. Dann haben wir die Nummer 15. Hunde haben vier Beine, damit sie ihr riesiges Herz tragen können. Das ist jetzt ein Silikonhandschuh. Zum Bürsten oder Einseifen, Schrubben und sowas. Hey, mein Kleiner.
Er mag es nicht so. Nein. Ist nicht immer alles zum Kauen geben. Als nächstes kommt die Nummer 16. Auch ein süßer Hund. Glühweingewürz ist hier mit drin. Zimt, Ingwer, Nelke, Anis und Kardamom. 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 Ja, ich dachte Kardamom heißt es, aber gut. Die Nummer 17. Hunde sind Engel mit Fell. Hier ist ein sehr schöner Schutzengel-Anhänger drin. Das ist so ein Charm-Anhänger, also so relativ kleiner mit so einem Karabiner. Kann man sich an ein Armband zum Beispiel machen oder eben einfach irgendwo noch dranhängen. Vier Pfoten, zwei Herzen, ein Team. Ja, das sind wir. Hm? So. Insektis, Hundeleckerlis aus Insektenprotein. Geeignet für Allergikerhunde, getreidefreie Rezeptur, besonders hochwertiges und gut verdauliches Protein. Außerdem stammen die Zutaten von lokalen zertifizierten Rohstofflieferanten und es ist klima- und ressourcenschonender als konventionelles Fleisch. So. Nummer 19 sind wir nun, auch ein weiterer Hund. Doris ist schon ein bisschen gelangweilt. Hier ist ein Handtuch drin. So sieht es aus. Wer sauber heimkommt, hatte keinen Spaß. Das ist dann so zum Abtrocknen ein bisschen, zum Beispiel um den Schmutz von den Pfoten noch zu kriegen, bevor man das Haus betritt. So, Nummer 20. Von allen Hunden auf der Welt habe ausgerechnet ich den schönsten. Hier ist ein Leckerli-Beutel drin aus Silikon. Also kann man hier mit so einem Clip um den Gürtel machen oder die Hose. Der öffnet sich, denke ich mal, durch Magnetverschluss, ja. Ist dann auch gut abwaschbar. Gerade Leckerlis, die stauben ja auch immer mal so. Also meine Hundetasche wasche ich auch immer mal wieder. Ist nicht aus Silikon, aus Stoff halt, also waschbar. Trotzdem auch, aber so Silikon ist natürlich einfach auch so durch unter fließendem Wasser mal abwaschbar. So, Nummer 21. Life is better with a dog. So. Ja, hier ist das zweite drin. So, fügen wir es gerade mal zusammen. So. Oder hatte ich es gerade falsch? Ich weiß nicht. Na, ich glaube, das stimmt schon. So. Happiness is the key. Ticket Xmas Shop. Also ich lese gerade mal vor, was es damit auf sich hat. Die Codes ergeben zusammen dein Ticket. Der Versand ist für deine Bestellung kostenlos. Also ab dem 24.12. kann man im Shop Soul Horse eine ganz persönliche Weihnachtsüberraschung aussuchen. Hier steht jetzt nicht dran, ob es
finanziell limitiert ist, aber ich glaube, letztes Jahr war es so. Also ich gibt ja auch Sinn, dass es so ist. Sonst sucht man sich natürlich das Teuerste vom Teuersten aus. Aber da sind richtig gute Sachen dabei. Da freue ich mich auch jetzt schon wieder drauf, was auszusuchen. So, kommen wir zur Nummer 22, wenn wir sie finden. Hier. Der will nur spielen. Ja, ein bekannter Spruch, den man gerne mal hört. Hier ist eine Handseife drin zum Anmischen. Süße Orange Zeder. Also mit Wasser, Pulver, Wasser dazu. Natürlich vorher einen Seifenbehälter haben. Und dann schütteln, warten und fertig ist die neue Seife. So, das vorletzte Türchen. Bald haben wir es geschafft. Mein Hund ist nicht verwöhnt. Ich bin nur gut trainiert. So, Polly's Perfection. Nee, Protection statt Protection. Genau, das ist ein T. So, das ist Melkfett mit Rosmarin für die Pfoten. Unsere 24. Lange haben wir darauf hingearbeitet. Ein Zuhause ohne Hund ist nur ein Haus. Und zwar ist hier in der 24 so eine Mütze drin zum Aufziehen und hier ist schon mal so ein Leuchtding. Ah, es leuchtet auch direkt. Okay. Also das ist auch wieder besonders gut, gerade für die kalte Jahreszeit. Es ist ja auch ein Adventskalender, da ist es schneller dunkel. Oder kann man so ein bisschen Licht beim Gassigehen abends gut gebrauchen oder auch früh morgens. So, das war dieser riesige Soul Horse bzw. Soul Dogs Adventskalender. Also mein Fazit bzw. meine Bewertung für diesen Kalender. Ich hatte ihn ja letztes Jahr schon, war begeistert. Ja, ich finde die Produkte richtig toll. Er ist ein bisschen hochwertiger, also ich werde Preis auch nochmal in die Videobeschreibung schreiben und auch den Kalender verlinken. Ich hatte ihn im Angebot gekauft. Aber ich finde ihn richtig gut. Also die Produkte sind hochwertig. Ja, es sind tolle Produkte dabei, viele, die ich auch auf Anhieb gut finde und verwenden kann. Auch alltägliche Produkte wie diese Seife. Natürlich muss man sich nach einem Hundespaziergang selber auch mal die Hände seifen, aber ja, auch für Menschen ist eben was dabei, nicht nur für den Hund. Also eben für das Mensch-Hund-Team ist dieser Kalender sehr gut. Und es ist, ich finde es auch sehr gut, dass er wiederverwendbar ist mit diesen Boxen eben, wo man dann im nächsten Jahr etwas Neues reinmachen kann, ihn wiederverwenden kann und so weiter. Ja. Also sehr guter Adventskalender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Schaut gerne in meine Adventskalender-Playlist vorbei. Da mache ich auch Unboxings von anderen Adventskalendern. Habe auch schon einige gemacht jetzt. In meinem Adventskalender November. Und dann freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!